Was hat der Leo da schon wieder gemacht? Und damit guten Tag Leute zu einem neuen Gameplay. Und ja, es ist Mario Kart Wii. Und da hat's geleckt. Ja, ich war in den Ferien halt zu Hause, hab da schön Wii gespielt und da dachte ich mir einfach mal, komm. Ja, warum denn nicht? Also sprich, warum machst du nicht einfach mal ein schönes Gameplay über ein paar andere Spiele von der Wii? Ich habe ja auch Metroid Prime schon gebracht, meine. Für ein Gameplay passt das doch und da dachte ich mir einfach mal, okay. Ich habe so viel Gewalt auf meinem Kanal, also sprich, ich fixiere, ich will nicht fixieren sagen, aber man kann ja schon sagen, dass ich mich eher auf Spiele konzentriere, wo immer ein bisschen Gewalt, Schießerei oder sonst was drin ist. Da dachte ich mir einfach mal, komm, mach's mal was für die guten alten Familien. Ich gucke keine Familien wahrscheinlich, aber mach's halt mal Mario Kart Wii. Ist ja auch ein gutes Spiel, muss ich dazu sagen. Und dementsprechend habe ich mir einfach mal das Spiel auf eine Festplatte gezogen und emuliere das hier gerade eben auf dem Dolphin-Emulator. Für alle Interessierten, welche sich eben für sowas interessieren, ich lasse einen Download-Link für diesen Emulator halt unten in der Beschreibung. Das ist nämlich nicht der originale Dolphin und das ist nämlich, falscher Ersatzanfang. Und zwar ist das ein modifizierter. Ich meine, er heißt Ishikura. Ich kann diesen Namen leider nicht so gut aussprechen, weil er leider japanisch ist. Also nicht leider, aber kann den Namen halt, ich weiß nicht, Ishikura irgendwie so wieder schon heißen, hoffentlich. Aber wie gesagt, der läuft halt ein bisschen besser als der Dolphin, beziehungsweise der ist halt, Dolphin ist ja generell Open Source. Und die Leute, die Entwickler von diesem Ishikura Dolphin, oder wie auch immer er heißt, die haben halt ein paar ordentliche, sag ich mal, Zusätze noch im Emulator verbaut, die auch wirklich hilfreich sind. Heißt natürlich nicht, dass der originale Dolphin irgendwie schlechter ist, aber in diesem Fall, beziehungsweise in meinem Fall, hat bisher immer der Ishikura Dolphin ein bisschen bessere Leistungen erbracht, als eben der normale Dolphin. Und dementsprechend gibt es das Ganze jetzt hier auf dem Ishikura Dolphin. Und naja, was ich da noch sagen kann, kleines Net-to-Know, Fact. Das Spiel läuft gerade auf einer Auflösung intern von, Also intern läuft es auf einer Auflösung von 4480x3696 Pixel. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Leo, du lädst das Video im fucking nochmal 1080p 60 FPS los. Hoch. Warum machst du sowas? Da kann ich eine ganz simple Antwort drauf geben, weil ich es kann. Ja, ich meine, wie gesagt, 1080p 60 FPS. Zusätzlich dann auch noch die YouTube-Kompression. Das Video wird selbstverständlich nicht so gut aussehen, wie es jetzt hier auf meinem Screen aussieht. Also die Auflösung ist schon eigentlich lächerlich hoch für das Video auf YouTube. Aber ich sag mir da immer so, komm, ich kann's, also mache ich's. Und hey, es funktioniert ja im Anfall. So eine Einstellung, die sollten mehrere YouTuber eigentlich mal übernehmen. Auch erst recht von den Großen. Ja gut. Es scheint so, als hätten wir das... Oder nee? Doch, schade. Nein! Oh! Ich wollte gerade schon sagen, wir hätten das Rennen nur auf dem zweiten absolviert, aber nein. Da haben wir gerade den Windschatten ganz gut ausgenutzt. Passt also. So, 15 Punkte. Es gibt 4 Rennen, sprich 4 mal 15. Das sind dann 60 Punkte, also wir können maximal 60 Punkte haben. Und dann würde ich einfach mal sagen, nächstes Rennen. Je nachdem. Shy Guy Strand, okay. Kleiner Fun Fact zu dieser Map. Ich hab ihn heute immer noch, aber ich spiele nicht mehr drauf. Damals hatte ich einen Game Boy Advance. Liegt jetzt auch irgendwo noch zu Hause rum, aber naja, spiele ich halt nicht mehr drauf. Aber da gab es auch diese Map. Also, da gab es, ich weiß nicht mehr, wie das Mario Kart hieß. Könnte sein, dass es einfach Mario Kart Advanced hieß. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall gab es diese Map damals schon und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich diese Map eben auf meinem Game Boy Advance gespielt habe. Sieht natürlich jetzt, glaube ich, in mehr als Ultra HD ein bisschen besser aus, aber das wollte ich nur mal sagen. Ach, scheiß Krabbe. Ihr könnt ja mal diese Wolke, die müssten wir jetzt abgeben, um das Item zu beschreiben. Je länger wir die an uns haben, desto mehr Blitze macht die, sage ich jetzt mal, und irgendwann explodiert die, beziehungsweise versetzt uns einen Schock und der macht uns kleiner. Das heißt, selbstverständlich werden wir dann langsamer und zweitens können wir dann eben auch besser weggehauen werden. Nette Shy Guys da hinten übrigens. Die heißen so, also diese Viecher mit den großen Augen, mit diesen großen schwarzen Augen. Da gibt es auch ein paar komische Creepypastas zu, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Es gibt ja viele Creepypastas für so gut wie alle Dinge.
Aber ich würde spontan behaupten, Nintendo Games haben schon echt ordentlich mehr Creepypastas als der Rest. Wenn ich da nur an Pokémon denke, an Missing No, Missing Number, ich weiß jetzt nicht, wie das Pokémon komplett heißt, aber Missing No, das hoffe ich, sagt euch was. Dann schauen wir mal, wie jetzt die letzte Runde noch so läuft. Die Sache an Mario Kart ist, es ist ein Scheißdreck Competitive, also im Sinne von Fairness und sonst was. Es könnte jetzt sein, dass sich die KI oder der Computer, je nachdem, die Itemrechnung, sage ich jetzt einfach mal, sich denkt, yo, fuck it, ich gebe Leonard nur noch Scheiß-Items und den Gegner wiederum nur gute. Da könnte es wirklich sein, dass wir jetzt noch komplett auf dem letzten Platz landen. Das ist so eine Sache, die hat mich an Mario Kart schon immer angepisst, aber das ist Mario Kart, ne? Das kann man erwarten von Mario Kart, dass es so unberechenbar ist. Von daher denke ich, geht das okay. So, mal sehen, wie. Ich sehe nichts. So, ich wollte gerade sagen, mal sehen, wie die KI den Weg nimmt. Anscheinend hat sie ihn schlecht genommen, denn wir sind auch nochmal Erster geworden. Das ist gut. Damit haben wir 30 Punkte. Zweiter Platz hat 22. Ja, die ersten vier könnten uns noch gefährlich werden, aber. Es kommt jetzt darauf an, wie das dritte Rennen aussieht, also sprich, wenn wir das jetzt auch noch mit 15 Punkten gewinnen, dann sollten wir eigentlich schon mindestens einen Platz in den Top 3 sicher haben. Und auch hier ist wieder eine Map aus einem älteren Mario Kart Teil. Mario Kart DS oder Mario, ja doch, ich glaube es hieß so, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, aber der Piazza Delfino kommt aus Mario Sunshine an sich, das ist also dieses Setting, sage ich jetzt mal. Und naja, das ist halt, wobei ich habe immer so Anfang 6, tut mir leid. Aber diese Map gab es eben auch schon oft damals auf dem PC. Ich wollte gerade PC sagen. Damals auf dem DS, wie der Name schon sagt. Ich habe Mario Kart DS nie selber besessen, aber das richtig Geile war, es gab ein DS-Download-Spiel, so nennt man das. Das heißt, jeder, der das Spiel nicht hatte, konnte, ja, wie sage ich das jetzt? Konnte es, ich sag mal, runterladen von jedem, der das Spiel hatte. Selbstverständlich, die Leute, die keinen Mario Kart hatten, die hatten erstens nicht die volle Fahrerauswahl, die konnten keine Maps bestimmen, die hatten natürlich ganz viele Restriktionen. Aber ich kann mich halt noch wirklich daran erinnern, wie wir einfach damals im Zentrum, damals in der Schule saßen mit unseren DS-Geräten, ich weiß nicht die korrekte Mehrzahl von DS, aber halt mit unseren DS-Geräten haben wir dann da im Zentrum gesessen. Einer hat das Spiel besessen und dann konnten wirklich bis zu, glaube ich, 6 oder 8 Spieler, reicht alle mal, konnten dann eben mitspielen. Also dann haben wir da echt Mario Kart gezockt. Das war schon echt geil und genial, muss ich wirklich sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein anderer Handheld das jemals so geschafft hat, das halt einfach mit so einem Download-Spiel das so hinzubekommen. Also ich meine, die PS Vita oder generell die PSP, die hatte nicht so ein Download-Spiel. Sprich, entweder du hast das Spiel gehabt oder du konntest nicht spielen. War scheiße. Das ist natürlich ein bisschen schade, wenn natürlich ganz viele Freunde einfach spielen wollen und nur einer hat das Spiel und das bringt dem ja alles nichts. Dann müssten sich alle Freunde dieses Spiel kaufen und Nintendo hat das dann einfach so gelöst, dass man das sich einfach runterladen kann. Ne? Richtig geil. Oh, nice. Dankeschön, blauer Panzer. Damit haben wir wieder den ersten Platz. Ah, letzte Runde. Schaut mal unten rechts auf die Karte. Das Fahrerfeld ist recht dicht beieinander. Mit anderen Worten, ist unser Schicksal nicht gut geholt? Hä? Gut gewollt. Meine Güte, ich habe schon wieder Sprachfehler hier am Start. Dann kann es auf jeden Fall sein, dass wir noch auf dem letzten Platz landen. Das ist immer so scheiße bei Mario Kart, also da muss man sich in Acht nehmen. Oh, die fucking Night. Er hat sich einfach mit seinem eigenen Panzer gekillt. Fuck. So eine Scheiße. Ja, seht ihr, 6. Platz. Das geht recht schnell bei Mario Kart. Fucking Jesus, das könnten wir aber noch schaffen. Ah, rote Panzer. Blaue Panzer, die verfolgen die Gegner nicht, währenddessen rote Auto eben sind. Ist also quasi ein wandelnder Heck, nur halt im Panzerform. Vierter Platz, das geht natürlich gar nicht. Inakzeptabel. Ah, Bananen sind auch inakzeptabel. Oh, Kacke. Oh, nee, das wird nichts mehr. Oh, Scheiße. Okay, da könnte doch noch was werden. Ich habe eine recht gute Beschleunigung mit meinem Standard-Kart. Ach, scheiße. Okay, sind auf dem dritten Platz runtergefallen. Oh, scheiße. Na? Ach, scheiße. Zwei können jetzt noch gefährlich werden. Sprich, zwei von denen können wir jetzt noch den ersten Platz weghauen.
Ne, 3 sogar. Ne. Nein, nur 2 davon, okay. Na, dann schauen wir mal, wie das letzte Rennen so läuft. Ich hoffe übrigens nicht, dass man die FPS unten rechts sieht. Also von Shadowplay meine ich, ist so eine Sache mit dem Aufnehmen im Dolphin. Funktioniert einwandfrei. Aber naja, kann halt ein bisschen rumbuggen. Und auch diese Map, die gab es damals auf dem GameCube bei Mario Kart Double Dash. Habe ich auch gehabt, sprich die Map kenne ich auch. Double Dash war generell so ein eigenwilliges Mario Kart, sage ich mal, denn da hatte man 2 Fahrer auf einmal. Also einer war hinten, der hat dann die Items benutzt, während der andere nur gefahren ist. Es hat aber fucking Spaß gemacht im Koop, also ich kann mich nur daran erinnern, ne, mit meinen Freunden, na, schön Double Dash, 2 Controller hatte ich am Start, dann haben wir einfach ein bisschen Double Dash gespielt. Da konnte man sich auch immer als Fahrer und, ich sag mal, Schießer abwechseln, also da muss man auch schon so ein bisschen drauf aufpassen, wenn jetzt der eine dann plötzlich den Fahrerwechsel einfach gewechselt hat, dann musste der andere nämlich fahren und der andere dann schießen, und wenn dann der andere nicht drauf gespannt war, sage ich jetzt mal, dass er gleich Fahrer war, dann konnte es schon mal sein, dass er einfach im ersten Platz, schön erster Platz war und dann plötzlich Fahrerwechsel und dann hält er einfach an, weil er nicht geblickt hat, dass er jetzt der Fahrer ist. Das war sehr unangenehm, beziehungsweise fucking spaßig, also. Generell bei Nintendo muss ich sagen, Props an Nintendo. Ich war früher in meiner Kindheit eher so das Nintendo-Kind. Ich habe zwar eine Xbox 360, aber ich habe, wenn es hochkommt, 7 Spiele. Auf jeden Fall verdammt wenige Spiele, denn ich wusste nicht, also als ich mir damals die Xbox gekauft habe, wusste ich nicht, dass man fürs Online-Spielen, für das pure Online-Spielen, dass man da Xbox Live Gold für braucht und das muss man ja bezahlen. Ich bin davon ausgegangen, dass das wie bei der PS3 war, dass man einfach sich ins PSN einloggt und dann kostenlos online spielen kann, denn wenn ihr mich fragt, das ist auch immer noch so eine Selbstverständlichkeit. Also ich kann verstehen, ne, bei den Konsolen ist es ja aktuell so, da muss man bei beiden Konsolen bezahlen. Aber für mich ist es, ich bin da als PCler aufgewachsen, Nintendo halt nur so ein bisschen. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit für mich, dass man kostenlos online spielt auf vernünftigen Servern. Das bin ich nicht anders gewohnt und das sehe ich auch immer so. Immer noch so. Also ich finde das eigentlich lächerlich, dass man auf Xbox als auch PlayStation wirklich fürs Online-Spielen bezahlen muss. Das hat natürlich seine Vorteile, da kriegt man ja doch schon ein paar Spiele so umsonst, so im Monat. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, wie viele und wie in welcher Frequenz, sage ich jetzt mal, aber das ändert nichts daran, dass ich es trotzdem besser finde, wenn zum Beispiel so ein, zum Beispiel bei Xbox, habe ich mir schon mehrmals über Gedanken gemacht, dass es dann einfach so ein Xbox Silber gibt. Also hat man kein Gold, ist man automatisch Silber, aber bei Silber hätte ich es noch gut gefunden, hätte das eine Funktion gehabt, dass man dann einfach trotzdem ganz normal online spielen kann. Dieses Gold-Ding, das wäre dann geil gewesen für die alle, die dann wirklich diese kostenlosen Spiele wollen, dann können sie da ruhig ein bisschen was bezahlen, aber ich habe kein Interesse an diesen kostenlosen Spielen, beziehungsweise, klar, kostenlose Spiele sind immer geil, aber mich hat wirklich primär das Online-Spielen gejuckt. Und das konnte ich in dem Fall nicht und das fand ich scheiße. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Respekt, dachte ich nicht, dass ich so viel rede. Aber wir sind Erster. Wunderbar. Ich würde spontan sagen, das haben wir genailed. Dann kommt jetzt natürlich auch die Siegerehrung. Geil. Ja gut, ich rede jetzt mal eben dazwischen. Ich muss wirklich sagen, das Spiel ist ein Wii-Spiel und sieht dementsprechend auch so aus, aber auf einer Auflösung von 4200 mal, ich habe jetzt schon wieder die ganzen Maße vergessen, 3696 oder wie viel das auch immer war. Das sieht eigentlich echt okay aus, also ja, ich werde mal schauen, wie das auf YouTube aussieht. YouTube-Kompression ist ja mal so eine Sache, aber erster Platz, den Cup haben wir gewonnen. Glückwunsch meine ich. Auch Rang A sogar, wir haben ja einfach alles, boah, alles geowned, was geowned werden kann. Und ja, das würde ich dann auch sagen, dass, das war es erstmal fürs Gameplay. Ich schaue erstmal an, wie es ankommt. Ich habe hier natürlich noch ganz viele andere Rennen. Kann es ja mal eben zeigen, wenn ich schon neben hier nur ein Gameplay mache, eventuell. Aber hier gibt's, na komm schon, ach Herrgott, zeig mir doch eben die Map-Auswahl. Hier kann man natürlich auch Motorräder als auch Karts eben wählen, aber hier, ihr seht schon, man kann insgesamt 8 Strecken freispielen, beziehungsweise 8x4. Ne, 24 Maps sollten es sein. Ich hoffe, das war richtig. Wäre echt peinlich, wenn nicht. Aber naja. Ne, 32. Ich bin dumm. 8x4 ist 32, weil 5x8 ist 40. Sorry. Na, kann nicht mehr rechnen.
Naja, wie dem auch sei, ich will es hiermit wirklich sein lassen. Ich bin mal gespannt, wie viele Views dieses Video bekommt. Aber naja, das war's fürs Gameplay. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.